Tja, der Name ist sozusagen Programm, alter Kindheitstraum von mir. Irgendwann mal in den 80er Jahren betrunken auf einer Party Gitarre gespielt und immer mehr Leute kamen dazu und spielten auch Gitarre. Und es war immer mal mein Traum, weil nach diesem Konzert oder dieser Session kamen Leute auf mich zu und sagten, wow, es gab irgendwann diesen Moment, wo ihr alle zusammengespielt habt, wahrscheinlich alle das Gleiche und das klang wahnsinnig gut. Und ich wollte diesen Moment nochmal wieder auferstehen lassen. Und darum mein alter Traum, 12 Guitars, 12 Gitarren. Und Name ist Programm, heißt, nach und nach, immer im Minutentakt, kommt eine weitere Gitarre dazu, Schlagzeug, Bass. Und am Schluss wird eine halbe Stunde lang eben, werden diese 12 Gitarren zu hören sein. Und ja, am besten angucken. Das ist am Freitag, den 2. Februar, hier im Museum Kunstpalast, im Foyer, im Eingangsbereich. Und ich erwarte, dass es richtig toll wird. Mir ging es nicht darum, jetzt irgendwelche Studiomusiker mir zu suchen, sondern ich habe natürlich, da ich ja selber auch Musik gemacht habe und mache, einfach in meinem Freundes- und Bekanntenkreis die Leute, die ich gerne mag, gefragt und bin so auf 12 Leute gekommen, weil mir eben auch wichtig ist, eigentlich ähnlich wie in meiner Klasse, so eine Art Teamwork. Nicht, dass da 12 Individualisten auf einmal ganz toll Gitarre spielen, sondern dass die 12 auch Verbindungen untereinander haben und dass man das auch spürt, dass die sich wohlfühlen, dass wir letztendlich auch befreundet sind. Weil ich nicht genau vorgebe, was wir machen. Es gibt nur so ein grobes Gerüst und der Rest hat mit Vertrauen zu tun und darum diese Auswahl.